Außer dem Krafttraining, funktionalen Krafttraining, haben wir Cardiotraining, Herz-Kreislauf-Training. Wir haben eine Vielzahl von Herz-Kreislauf-Geräten hier und diese Herz-Kreislauf-Geräte sollten Sie nutzen beim Warm-up, beim Cooldown, genauso wie einem strukturierten Cardiotraining, einem strukturierten Herz-Kreislauf-Training. Das ist mit Sicherheit genauso wichtig wie das Krafttraining. Ich bitte Sie natürlich nicht nur Ausdauertraining zu betreiben, sondern auch Krafttraining. Nur beide Faktoren, wenn die die gleiche Wertigkeit haben, erreichen Sie eine maximale Leistungsfähigkeit, eine maximale Herzfitness und eine maximale Struktur und Stabilität im Körper. Hier haben wir ein Laufband, Laufbänder natürlich klar. Im Verhältnis zu allen anderen Geräten die Geräte, wo maximal viel Energie verwertet wird, weil der gesamte Körper im Einsatz ist. Handsteuerung, das heißt, ich kann jetzt hier manuell die Geschwindigkeit nach oben fahren. Und wie man hier sehen kann, bin ich jetzt bei 4,5 Stundenkilometer. Jetzt habe ich hier links die Möglichkeit, die Neigung zu verstellen. Das heißt, jetzt sieht man dann, wie dann das Gerät nach oben geht. Das heißt, ich kann eine Steigung einstellen bis zu 15 Grad. Habe natürlich auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit direkt vorzuwählen. Dann natürlich ganz klar, geht es dann irgendwann über ins Laufen. Und da sollte man natürlich auch entsprechend gut laufen können. So, hier kommen wir zu einem sogenannten Ellipsen-Crosstrainer. Das ist natürlich auch eine schöne Variante, weil man hier natürlich die Arme mitbewegt und entsprechend dessen haben wir hier eine etwas höhere Belastung wie am Laufband, weil der Oberkörper, die Rückenmuskulatur, die muss hier mitarbeiten. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass die Bewegung so simuliert wird, wie man draußen laufen würde. Darauf achten sollte man, dass beide Füße in den Schalen gleich stehen. Nicht ein Fuß ganz nach innen, einen nach außen oder einen nach hinten, dann hat man hier in der Hüfte eine Rotation und das wäre eigentlich die ungünstigste Variante. Wenn man hier eine Rotation der Hüfte hat, dann läuft man leicht schräg. Das ist so manchmal gar nicht zu spüren, aber einen Tag später spürt man das Ganze. Deswegen bitte beim Reinstehen darauf achten, dass beide Füße, was die Vorderrichtung anbetrifft, gleich positioniert sind, auch was die Weite nach außen anbetrifft, gleich positioniert sind. Hier haben wir die Rudermaschine. Rudern ist natürlich auch wieder eine Übung, die recht ungern gemacht wird, weil sie sehr, sehr anstrengend ist. Da gibt es auch gewisse Dinge zu beachten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon mal so einen Pulsmesser bzw. so einen Brustgurt. Wenn Sie sowas zu Hause haben, das ist von der Firma Polar, das können Sie natürlich auch nutzen, weil die Geräte sind polarkompatibel und übernehmen ihre Herzfrequenz von Ihrem Brustgurt. Dieser Brustgurt wird angezogen unter dem T-Shirt. Hier haben wir zwei Abnehmerflächen, die sollten etwas feucht sein, die liegen hier in der Brust an und dann kann das Gerät Ihre Herzfrequenz direkt übernehmen. Hier kommen die Füße rein, Fersen hinten an den Anschlag und hier oben bitte richtig fixieren. Beide Seiten ordentlich fixieren, dass die Füße auch richtig befestigt sind. So, und dann haben wir hier die Zugverrichtung. Hier unten, das ist die Widerstandskontrolle. Hier kann man über Plus und Minus die Widerstandskontrolle verändern, entsprechend den Leistungsgrad entweder erhöhen oder runterfahren, je nach Leistungsfähigkeit. Wichtig beim Rudern ist, dass die beiden Bewegungen, Bewegung aus dem Oberkörper und Bewegung aus den Beinen, parallel ausgeführt werden. Bitte nicht erst schieben und dann ziehen, sondern gleichzeitig und darauf achten, nicht in die Überstreckung des Kniegelenks gehen, das heißt nicht die Kniegelenke komplett durchschlagen und wenn, dann bitte kontrollierte Beinstreckung. Hier haben wir ein sogenanntes Recumb Bike, das ist ein sogenannter Halbliege-Ergometer. Alle Ergometer, also die hier und drüben die Crosstrainer, Ellipsentrainer, sind mit einem Generator ausgestattet. Das heißt, die Geräte
erzeugen ihren Strom für den Betrieb von selbst. Das ist das Tolle an den Geräten, dass man hier natürlich seinen Strom selbst erzeugt. Und das ist natürlich eine feine Sache, kein Stromanschluss. Das heißt, Sie müssen hier nicht nach einem Stromanschluss suchen, auch nicht nach einem Einschalter suchen. Sie fangen einfach an zu treten und sofort springt das Gerät an, Generator läuft und dann können Sie natürlich auch entsprechend das Display bedienen. Wichtig bei diesem Ergometer ist auch, dass ich hier oben im Oberkörper aufrecht sitze. Nicht den Rücken rund machen, aufrecht sitzen. Rechts und links sind die Handpulssensoren. So, jetzt haben wir ein ganz normal aufrecht sitzendes Bike. Auch hier natürlich wieder ein Bike, was mit Generator angetrieben ist. Sie müssen einfach anfangen zu treten und schon springt das Ganze an. Oben läuft auch gleich durch, was er von mir möchte. Er möchte, dass ich mir ein Programm raussuche. Jetzt habe ich natürlich unten die Möglichkeiten, eben mir entsprechende Programme zu wählen. Ein Classic-Programm. So, und jetzt kann ich natürlich entsprechend Start drücken. Dann sagt er mir die Zeit an. Ich sage, die 30 Minuten sind mir zu viel. Ich würde gerne nur 20 Minuten machen. Gehe wieder auf Start. Jetzt kann ich den Widerstand bzw. das Körpergewicht einsetzen. Dann machen wir die 85 Kilo. So, dann bestätige ich das Ganze wieder. Und jetzt möchte er mein Alter noch wissen, was ihn gar nichts angeht. So, dann gehen wir 47 ein. Und jetzt geht's los. So, Spinning Bike. Auch hier natürlich zig verschiedene Möglichkeiten zu verstellen. Hier natürlich anders wie bei den normalen Geräten. Hier habe ich natürlich, das Ganze kann ich Millimeter genau einstellen. Weil hier natürlich auf den Geräten massiv trainiert wird. Die sind auch entsprechend stabil, in stabiler Rahmen. Beim Spinning entstehen extrem hohe Lasten. Entsprechend dessen sind natürlich diese Geräte auch dementsprechend konstruiert. Ich habe hier diesen Widerstandsversteller plus minus. Und der Widerstandsversteller ist nichts anderes. Was hier unten ist eine Filzplatte in einem Metallkorb. Und die wird halt, wenn ich auf plus gehe, weiter zum Schwungrad reingedrückt. Dadurch erhöht sich der Reibungswiderstand und ich drehe es weiter weg. Dadurch wird der Reibungswiderstand niedriger. Man hat hier Schlaufenpedale reinschlupfen. Man kann hier auch noch fixieren. Und natürlich vorher auch wieder auf die richtige Höhe einstellen. Hier oben hat man natürlich auch die Möglichkeit, wie bei den anderen Fahrrädern, auch hier im Bereich der horizontalen Einstellung das Ganze so einzustellen, dass es für den Körper passt. Und hier gibt es folgende Regelung. So, das passt einmal schon die Höhe. So, und da kann ich jetzt schon mal bei mir sagen, da ist zu nah dran, weil ich habe jetzt hier das Becken gekippt. Ich muss hier oben im Becken einrollen, damit ich bequem sitze, das ist schlecht. Der Rücken sollte, wenn möglich, einigermaßen gerade sein. Deswegen gehe ich jetzt hier etwas weiter nach hinten. So, mache hier ein bisschen auf, war schon zu fest. So, einsteigen. So, jetzt passt das Ganze. Jetzt sitze ich hier mit dem Becken in der normalen Stellung. Und hier habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, hier unten über den Widerstand entsprechend zu regeln. Wir haben hier vorne ein Schwungrad von 22 Kilo drin. Das ist so realistisch mit dem Outdoor-Fahrradfahren, dass man so einen ähnlichen Drehmoment hat. Das ist eigentlich bei den elektronischen Geräten etwas anders. Bei den Spinning-Bikes versucht man zu simulieren, dass man ungefähr das gleiche Gefühl hat wie beim Outdoor-Fahren auch. Entsprechend dessen ist auch hier die Nabenbreite exakt so wie bei vielen Radrennrädern.